<laughs> oh, küss mich? Mhm. Ach, Schatze, du. Mhm. Na, Romeo, heute schon geschmust? Den hässlichen Knirsch will doch eh keine küssen. Mhm. Aua. Entschuldigung, das wollte ich nicht. <lacht> 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 Ich habe dem Lehrer gesagt, wie gemein sie zu dir sind. Spinnst du? Dann wird es doch nur noch schlimmer. Nein, der Lehrer hat gesagt, dass er zuerst mit dir reden will und nur dann etwas unternimmt, wenn du einverstanden bist. Was will der schon tun? Die hören ja doch nicht auf. Hey, du kommst seit drei Tagen nicht mehr zur Schule. Schlimmer kann es doch nicht mehr werden. Und vielleicht nützt es ja doch etwas. Hat mir diesen Brief für dich mitgegeben. Lieber Hase. Ich habe gehört, dass es dir momentan nicht gut geht in meiner Klasse. Ich kann gut verstehen, dass du deswegen nicht zur Schule kommst. Mir ist es ganz wichtig, dass sich jeder Schüler in meiner Klasse wohlfühlen und ohne Angst zur Schule kommen kann. Ich bin mir sicher, es gibt einen Weg, um die Situation für dich zu verbessern. Ich würde dir gerne davon erzählen. Ich werde dich daher morgen nach dem Unterricht besuchen. Dein Lehrer, der Dachs. Oh, zum Glück hat der Biber dem Lehrer etwas gesagt und dem Hasen Mut gemacht. Ja, ich glaube, der Hase hat sich alleine nicht getraut, sich Hilfe zu holen. Mhm. Ich hoffe, der Lehrer kann ihm helfen. Der Hase scheint sich da ja nicht so sicher zu sein. Mhm. Schön dich zu sehen. Ich habe dich vermisst in der Klasse. Willst du auch eine? Dein Freund der Biber hat mir gesagt, dass es dir nicht gut geht in der Klasse. Ist schon okay. Mhm. Weißt du, es ist mir schon auch aufgefallen, dass etwas nicht stimmt. Du warst doch immer so fröhlich und jetzt sehe ich dich gar nicht mehr lachen. Ja. Weißt du, es ist mir ganz wichtig, dass sich alle bei mir in der Klasse wohlfühlen. Stell dir vor, es könnte wieder so sein wie früher, wo ihr es alle gut hattet. Möchtest du das gerne? Schon, ja. Aber die hören sowieso nicht auf. Mhm. Weißt du, ich bin schon sehr lange Lehrer und es gibt immer wieder Schüler, denen sowas passiert. Ich bin mir sicher, dass sich das ändern lässt. Ich würde dir gerne helfen. Keine Angst, ich werde niemanden bestrafen. Das ist gut. Sonst bin ich eh nur die Petze und die anderen werden nur noch fieser. Das wollen wir natürlich nicht. Ich erzähle dir einfach, was ich machen würde und du sagst mir am Ende, ob du einverstanden bist, okay? Also, ich würde mich gerne mit einigen Schülern aus deiner Klasse zusammensetzen und überlegen, wie wir die Situation für dich verbessern können. Du musst nicht dabei sein und auch nichts tun. Ich kümmere mich um alles. Ich muss nicht dabei sein? Nein, ich rede mit ihnen und du schaust nur, ob sich in den nächsten Tagen etwas verändert. Und in zehn Tagen reden wir wieder miteinander und schauen, was sich verbessert hat. Einverstanden? Also gut. Ich würde gerne mit dir besprechen, mit welchen Tieren ich hier reden soll. Der Biber wird sicher dabei sein. Dann würde ich gerne noch einige aus deiner Klasse einladen, mit denen du es gut hast. Und diejenigen, die momentan dazu beitragen, dass es dir nicht gut geht. Also, der Bär, der ist eigentlich immer sehr nett. Der Wolf eigentlich auch. Aber die Füchsin, das Eichhörnchen und der Waschbär sind ziemlich gemein. Dann rede ich morgen mit diesen sechs Schülern aus deiner Klasse. Und übermorgen kommst du wieder in den Unterricht. Ist gut. Komisch, dass der niemanden bestrafen will. Ich meine, die waren doch wirklich fies zum Hasen. Ich glaube, dem Lehrer ist es wichtiger, dass sich der Hase wieder wohlfühlt in der Klasse. Und dass sie es alle wieder gut miteinander haben. Stimmt, ich meine, ich glaube jetzt auch nicht, dass die bei einer Strafe denken würden, oh, das war falsch von uns, jetzt sind wir wieder nett zu dem Hasen. Ich glaube, die würden sich vielleicht sogar an ihm rächen oder ihn komplett ausschließen. Ja, stimmt. Der Hase selbst will ja eigentlich auch nicht, dass die bestraft werden. Ich mhm. bin gespannt, was der Lehrer jetzt macht. Ja, ich auch. So, ihr Lieben, ihr fragt euch sicher, warum ich euch gebeten habe, euch mit mir zu treffen. Es ist so, ich benötige eure Hilfe. Ich fand die ersten Monate mit euch als Klasse sehr schön. Wir arbeiten gut zusammen, aber seit kurzem fühle ich mich nicht mehr wohl. Dem Hasen geht es gar nicht gut. Mir ist aufgefallen, dass er sich in letzter Zeit kaum mehr im Unterricht gemeldet hat und ganz bedrückt ist. Ihr habt sicher auch bemerkt, dass er die letzten drei Tage nicht zum Unterricht gekommen ist. Mir ist es ganz wichtig, dass jeder von euch ohne Angst zur Schule kommen kann. Ich glaube, dass es mit eurer Hilfe gelingt, dass der Hase wieder gerne hierher kommt. Was können wir denn dafür, wenn der krank ist? Du weißt genau, dass er nicht wirklich krank ist. Mir geht es nicht darum, wer was gemacht hat oder warum es dem Hasen schlecht geht. Ich möchte mit euch schauen, was wir tun können, damit es ihm besser geht. Dazu benötige ich die Hilfe von euch. Bär, du bist jemand, der sich gut in andere einfühlen kann. Das hilft uns sicher. Und du, Füchsin, du hast immer so viele Ideen. Dir fällt sicher etwas ein, das dem Hasen helfen könnte. Du, Biber, kennst den Hasen am besten. Und dich, Waschbär, habe ich als jemanden erlebt, der auch für schwierige Probleme Lösungen findet. Weißt du noch, wie du dem Wolf geholfen hast, als er sich verletzt hat? Da hast du sofort alles richtig gemacht und Hilfe organisiert. Also, wir haben hier eine wirklich gute Gruppe und ich bin mir sicher, dass ihr es schafft, dass es dem Hasen wieder gut geht. Wer hat denn eine Idee, was er machen könnte? Die Füchsin soll einfach aufhören, so fiese Sprüche zu machen. Jetzt soll ich an allem schuld sein? Der Hase hat doch dem Eichhörnchen eine reingeballert. Stopp, um das geht es nicht. Bär, was kannst du tun, damit sich der Hase wieder besser fühlt? Hm. Ich könnte ihn morgen abholen. Wir haben fast den gleichen Schulweg. Das finde ich eine gute Idee. Wer hat noch eine Idee? Ich lache nicht mehr, wenn jemand einen Witz über ihn macht. Und. Genau! Ich frage ihn, ob er in der Pause mit mir Fußball spielen möchte. Wunderbar. Den hässlichen Knirsch will doch eh keine küssen. <laughs> küss mich. Ich habe was wirklich Gemeines zu ihm gesagt. Dabei stimmt's nicht mal wirklich. Ich werde wieder netter mit ihm sein. Dann lasse ich ihn halt in Ruhe. Hey wow, so viele Ideen. Ich bin sehr froh, dass ihr mich unterstützt und bin mir sicher, dass es dem Hasen so bald wieder besser gehen wird. Ich würde gerne in zehn Tagen nochmals mit euch reden, um zu hören, ob ihr denkt, dass es dem Hasen wieder besser geht. Und jetzt ab in die Pause mit euch. Hey spannend, ha? Ging gar nicht darum, wer schuld ist oder mhm. wer was gemacht hat. Einfach nur, wie man dem Hasen helfen kann. Ja. Das waren irgendwie echt gute Ideen. Mhm. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass sie echt erleichtert waren, dass der Dachs mit ihnen geredet hat. Mhm. Ja, man hat irgendwie gleich gemerkt, wie sehr der Bär dem Hasen helfen möchte. Ich glaube, dem war es die ganze Zeit schon unwohl. Ja, dem Bär sowieso. Aber ich fand irgendwie sogar das Eichhörnchen war froh, dass sich etwas ändert. Jo, mhm. 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 Hase. Hey Hase, spiel doch mit. Ich bin frei, ich spiele hier. Ich bin frei. Hey, spiel mal zu. Viele Kinder, die in der Schule gequält werden, haben Angst, sich Hilfe zu holen. Sie befürchten, dass die Täter bestraft werden und in der Folge alles noch schlimmer wird. Unser Film soll die Kinder ermutigen, sich ihnen als Lehrperson anzuvertrauen. Der hier vorgestellte, sehr wirksame Ansatz nennt sich «No-Blame-Approach». Bei diesem Verfahren wird auf Strafen und Schuldzuweisungen verzichtet. Stattdessen werden alle Beteiligten in die Lösung mit eingebunden. Uns hat dieses Vorgehen sehr angesprochen, weil es sich auf eine bessere Zukunft fokussiert und an das Gute in jedem Kind appelliert. Zudem ist er für die Lehrpersonen sehr leicht durchzuführen. Zu guter Letzt überzeugt der Ansatz durch seine hohe Erfolgsquote und die wissenschaftliche Evaluation.